Als einen Glücksfall bezeichnet man einen günstigen Umstand, der sich ohne das eigene Zutun ergibt. Außerdem wird er als vorteilhaft beschrieben. Denn von einer abgefeuerten Pistolenkugel nicht getroffen zu werden, ist definitiv vorteilhaft. Welchen Vorteil ein Glücksfall mit sich bringt, ist allerdings von Situation zu Situation unterschiedlich. Für manche sind schon die simpelsten Vorfälle als Glücksfälle zu bezeichnen. Und dann gibt es dann auch die Menschen, die extremes Glück gehabt haben. Und eine Auswahl von denen zeigen wir euch heute. Los geht's! Wir starten mit der Nummer 6, Mary Gramps. 2004 verlor die Kanadierin ihren Verlobungsring beim Arbeiten in ihrem Gemüsebeet. Natürlich hat sie den Ring sehr lange gesucht, doch konnte ihn nicht wiederfinden und hat letztendlich einen neuen gekauft. Um bloß nicht ihren Mann zu verärgern. Ganze 13 Jahre lang hat sie ohne wirklich an den Ring zu denken weitergelebt. Bis ihre Schwiegertochter eines Tages eine ungewöhnliche Karotte aus dem Boden zog. Einmal die Karotte abwaschen und schon kam der verlorene Ring endlich zu seiner Besitzerin zurück. Wir machen weiter mit der Nummer 5, Melvin Roberts. Es ist ja schon ziemlich unwahrscheinlich, von einem Blitz getroffen zu werden. Diesem Mann ist das in seinem ganzen Leben allerdings schon 12-mal passiert. Schon 2011 war Melvin bereits in den Medien, als er ganze 6-mal von oben herab elektrisiert wurde. Bis 2016 sind weitere 6 Blitzeinschläge auf seinen Körper dazugekommen. Trotz unzähliger Narben überall am Körper, Kopfschmerzen und gelegentlichem Gedächtnisverlust lebt der 65-Jährige heute immer noch. Nummer 4, Harrison O'Kane. Am 26. Mai 2013 sank der Schlepper Jazzcon 4 ca. 30 Kilometer vor der nigerianischen Küste. 11 der 12 Besatzungsmitglieder an Bord überlebten das Unglück nicht. Eine Rettungsaktion mit Helikoptern und einer Reihe weiterer Schiffe wurde gestartet, jedoch ohne ein lebendes Besatzungsmitglied zu finden. Ein Taucherteam, das eigentlich die Leichen bergen sollte, stellte fest, dass sich das Wrack um 180 Grad gedreht hatte und somit auf dem Kopf lag. Dadurch konnten sich im Inneren Luftblasen bilden und in einer davon fanden die Taucher den Koch der Jazzcon 4. Sie hatten auch eine Kamera dabei und dabei entstanden diese Aufnahmen. O'Kane hatte 62 Stunden in dieser Kammer überlebt. Zum Zeitpunkt des Untergangs um 4.30 Uhr war der Koch bereits wach und befand sich auf der Toilette. Als das Schiff sank, kroch er aus der Toilette heraus und fand verschiedene Werkzeuge und eine Schwimmweste mit Blitzlicht. Schließlich fand er dann einen sicheren, noch mit Luft gefüllten Raum. Er überlebte mehr als 2,5 Tage in dieser Luftblase. Unten auf dem Meeresgrund. Das muss echt hart gewesen sein. Heute arbeitet der Koch am Strand und weigert sich vehement ins Wasser zu gehen. Und das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Machen wir weiter mit der Nummer 3, Tsutomu Yamaguchi. Der Japaner war einer von weniger als 200 bekannten Menschen, die beide Atombombenabwürfe auf Japan während des Zweiten Weltkrieges sowohl erlebt als auch überlebt haben. Am 6. August 1945 war er auf einer Geschäftsreise in Hiroshima, nur 3 Kilometer entfernt von dem Hypozentrum der Explosion. Er stieg gerade aus einer Straßenbahn aus. Erstaunlicherweise überlebte Tsutomu die Atombombe, wenn auch mit einigen schweren Verbrennungen. Einen Tag später, am 7. August, fuhr er dann nach Hause, um seine Wunden klinisch behandeln zu lassen und dann sogar später noch zur Arbeit zu gehen. Doch der damals 29-Jährige wohnte in Nagasaki. Als am 9. August um 11.02 Uhr die zweite Atombombe über Nagasaki zündete, befand sich Yamaguchi wieder etwa 3 Kilometer vom Hypozentrum entfernt. Er war gerade in dem Büro seines Chefs und berichtete diesem von den Ereignissen in Hiroshima. Er erlitt zwar erneut Verletzungen, aber auch diese Atombombenexplosion hat er überlebt. Trotz der radioaktiven Belastung lebte Yamaguchi weitere 65 Jahre lang, bis er dann am 4. Januar 2010 einem Magenkrebsleiden erlag. Machen wir weiter mit der Nummer 2, Vesna Vulovic. Was denkt ihr? Aus welcher Höhe kann man einen Sturz überleben? Aus 10 Metern? 20? 100 Metern? Man kann es sich kaum vorstellen, aber der Fall von Frau Vulovic zeigte, dass es möglich ist, einen Sturz aus über 10.000 Metern, also ganzen 10 Kilometern, zu überleben. Am 26. Januar 1972 stieg die junge Flugbegleiterin in eine Maschine der jugoslawischen Fluggesellschaft JAT. Flug JU-367 sollte von Stockholm über Kopenhagen nach Zagreb und Belgrad fliegen. Doch über einem tschechoslowakischen Dorf nahe der Grenze der DDR stürzte das Flugzeug ab. Eine Bombe explodierte in den Gepäckfächern, die Maschine zerbrach in der Luft und stürzte zu Boden. Vesna Vulovic wurde als einzige der 23 Passagiere und 5 Besatzungsmitgliedern am Wrack gefunden. Sie hatte den Sturz aus einem Flugzeug doch tatsächlich überlebt. Nach 27 Tagen Koma und 16 Monate Rehabilitation setzte sie ihre Arbeit beim Bodenpersonal der JAT fort. Noch mehr Glück haben kann man nicht? Das kann man wohl. Denn wir sind doch schon bei unserer Nummer 1, Frano Seelak. Der Mensch mit dem meisten Pech der Welt. Zumindest ist das der Name, den er sich selber gegeben hat. Über seine Geschichte gibt es mehrere Beiträge und sogar einen Film. Laut seiner Geschichte fängt sein Unglück schon 1962 an. In diesem Jahr kam der Zug, in dem er fuhr, von einer Brücke ab. Doch er konnte dem Eiswasser rechtzeitig entkommen.
Dann, ein Jahr später, will er bei einem Absturz aus einem Flugzeug in einen Heuhaufen gefallen sein. Assassin's Creed lässt grüßen. Dank Frau Wulovic wissen wir ja, dass das sogar möglich wäre. Aber das war es noch lange nicht. 1966 war es dann ein Bus, der von der Straße abkam und in einen Fluss stürzte. Und auch dieses Mal schaffte es Selak unversehrt an die Küste zu schwimmen. 1970 sei sein Auto in Flammen aufgegangen und er habe es gerade noch rausgeschafft, kurz bevor es explodierte. 25 Jahre später, 1995, wurde er in Kroatien von einem Bus angefahren und hat auch das überlebt. Ein Jahr später wurde sein Auto auf einer Bergstraße durch einen Truck von der Straße abgedrängt, doch er konnte sich wieder mal aus dem Auto retten und fiel nicht, wie sein Auto, von der Klippe. Das soll der Mann mit dem meisten Pech der Welt sein? Wenn die Geschichten stimmen, dann hatte er wohl mehr Glück als Pech gehabt. 2002 hat er dann auch noch knapp $900.000 im Lotto gewonnen. Frano ist definitiv der größte Glückspilz von allen und mit seinen 89 Jahren wohl auch der älteste. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende für heute angekommen. Was war denn so das Krasseste, bei dem ihr eine Menge Glück hattet? Schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare. Wenn euch außerdem die Folge gefallen hat, lasst uns doch eine positive Bewertung da. Hier könnt ihr euch jetzt noch eins der letzten Videos angucken. Haltet die Ohren steif, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.